Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper, direkt im Anschluss an die zweite. Ich versuche gerade mal etwas mehr Folgen aufzunehmen. Ist halt ein bisschen unglücklich, weil ich nicht auf Kommentare oder ähnliches eingehen kann, aber gerade sind sowieso keine da. Von daher ist es, kann ich eher gucken, dass ich konsistent mal Folgen rausbringe. Vielleicht kommen dann ja wieder ein paar Kommentare. Und so. Wir haben einfach mal so einen Baum gefällt. Das klappt jetzt ja doch ziemlich gut. Wir können damit unseren Holzvorrat ein bisschen auffüllen. Und brauchen immer noch grüne Punkte, die wir hoffentlich von irgendwoher bekommen. Huch, da war ein kleiner Ruckler drin. Ich hoffe, das hat keine Probleme gegeben. Da gibt es nur rote Punkte. Das heißt, wir müssen sowas machen wie Pilze sammeln. Die Blumen geben die zufälligerweise auch was. Ja. Ach so, die geben die Blumen selber. Ich will ja keine Blumen. Oh, wir haben da noch so einen Kollegen vergessen. Der liegt hier schon so ein bisschen. Fängt langsam an zu stinken. Ein Ort, um Leichen zu verbrennen. 8 Holzscheite. Ne, ist nicht mal Holzscheite. Stümpfe. Keine Ahnung, wie die gerade heißen. Dann stellen wir die doch mal her. Doch, Holzscheite. Ach, das andere wäre eine Holzkeile gewesen. Ja, gut, die Leiche, die kann auch erstmal draußen noch so ein bisschen weiter liegen. Riecht vielleicht ein bisschen streng, aber wir müssen da ja nicht unbedingt vorbei. Es ist wieder Händlertag. Ich gehe gerade ganz bewusst nicht ins Dorf und so, damit man sich so ein bisschen mal hier was aufbauen kann, dass das Ganze besser wird mit dem Energieverbrauch. Hoffentlich, dass man so ein paar mehr Stats bekommt. Und fangen dann hier, zack. Sind bei 33 grünen Punkten. Die können wir jetzt auch alle abholzen. Die können wir auch alle abholzen. Perfekt. 69, ja, der soll sich ja mal nicht beschweren. Er hat zumindest noch ein Auge. Dann stellen wir das Ding hier mal auf. Bauen es auf. Und der wird mitgenommen, den legen wir da drauf. Und zünden wir an. Warum zünde ich den an? Der hatte von den Werten her für den Friedhof, war der zu schlecht. Man hätte den Friedhof nur geschadet, also man würde das Ansehen des Friedhofs nicht gut höher bekommen, weil er sehr viele negative, also sehr viele Sünden begangen hat. Dementsprechend verbrennen wir den, haben den nicht mehr vom Friedhof, kriegen allerdings trotzdem die Bestattungsurkunde und können damit ein bisschen Geld machen. Und Salz. Das können wir nachher zum Kochen verwenden. Menschensalz. Das gute alte Menschensalz. Hier, was will ich hier eigentlich? Gar nichts. Doch, den Stein will ich hier reinpacken. Und den Rest, den können wir rüberbringen. Huch, da waren noch vorhin ganz viele Blumen. Jetzt sind hier wieder ganz viele Pilze. Nehme ich auch mit. Hauptsache, man kriegt so ein paar von diesen grünen Böppeln. Hier ist ein Lagerfeuer, an dem wir kochen können. Den guten alten Bratapfel. Und wir können, ach ja, wir können immer noch nicht Gärtner lernen. Dann treten wir hier einmal ein, gehen hier runter und bringen die ganzen Leichenteile weg. Fangen die nicht auch irgendwann mal an zu riechen? Schädel, Salz, Asche. Das kommt alles oben hin. Schädel? Warte. Ach, der war nur auf der anderen Seite. Das Salz kommt hier rein zum Kochen. Die Pilze kommen da rein. Blumen kommen hier rein. Der Rest. Die Asche packen wir mal hier unten hin. Ist mit Sicherheit gemütlich und schön warm an den Füßen.
Stock, Stein und Eisen kommt dann hier oben hin. Ich vergaß, dass die Sachen gar nicht in die Truhen abgelegt werden, sondern dass man die da immer händisch reinpacken muss. Können uns auch einen richtigen Amboss mal bauen. Hoffentlich kann man den hier auch verbessern. Nein. Dann machen wir den doch am besten mal kaputt. Entfernen. Amboss. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Der war sehr langlebig, dieser Amboss. Na, wir kriegen so ein bisschen Metallschrott und Zeug zurück. Perfekt. Dann kommt da jetzt mal ein richtiger Amboss hin. Den kann man leider auch nicht drehen. Der steht, wir können da jetzt dran arbeiten. Wir können auch komplexe Eisenstücke herstellen und einen rostigen Hammer. Aber den brauchen wir ja noch gerade nicht. Ah, gut, die komplexen Eisenstücke jetzt. Ich möchte immer noch auf diese 50 von diesen grünen Böppeln kommen. Rennen wir auch mal in diese Richtung und hoffen, dass wir ein paar Sachen finden. Ah, das ist unser Kirchturm. Was haben wir denn hier so Feines? Da sind doch Bienen auf jeden Fall. Die mögen das anscheinend nicht, gestört zu werden, aber gut, das interessiert uns ja nicht. Der Stein muss weg, damit wir hier an die Bären rankommen. Das machen wir dann noch weiter und... Oh, wir brauchen 50 Punkte. Wir sind jetzt, ich dachte, wir brauchen noch 40. Oder... Ja, wir brauchen 50 Punkte. Was haben wir denn hier? Mache den Weg frei. Holzplanken, einfache Eisenstücke, Holzkeile. Machen wir mit Sicherheit irgendwann. Was haben wir? Was ist das hier? Sieht aus wie eine Stein... Ah, Stein. Ganz viel Stein. Das können wir mitnehmen. Hier ist noch ein bisschen... Noch mal ein paar Bienen. Den Honig klauen wir uns auch schon. Wir sollten, glaube ich, auch noch Honig für so einen anderen, für den Verrückten sammeln. Oder zumindest für den mit mehreren Persönlichkeiten, den Herrn. Diesen Einstein, den bringen wir jetzt zurück. Es geht gerade auf die Nacht zu. Eventuell schaffen wir es auch mal eine Motte zu fangen. Jetzt, da wir auch wieder so ein paar Bären haben, können wir die Nacht über sammeln. Aber ich glaube noch nicht, dass es spät genug dafür ist. Haben wir die Steine eigentlich übrig? Ah, wir brauchen auch Flusssand. Unsere Karotten scheinen auch ganz gut zu wachsen. Erforschen können wir auch nichts mehr, weil wir keinen Glauben haben. Ich glaube, dann bauen wir da hinten mal die Brücke neu. Ich muss nur einmal nachgucken, was da dafür gebraucht wird. Huch, ein sehr gefährlicher Busch. Eine Holzplanke, 4 Balken, 8 Nägel. Okay. Dann gehen wir mal ganz schnell wieder zurück. Bevor ich das vergessen habe, ich habe gefühlt schon wieder die Hälfte vergessen. Wir brauchen 8 Nägel. Können wir eigentlich noch gerade den Schmied lernen? Geborener Schmied, ja, das... wie viele Punkte haben wir noch? 35, den können wir nicht lernen, wenn wir den Gärtner lernen wollen. Naja, dann machen wir das so weiter. 8 Nägel. Dann brauchten wir noch... Auf jeden Fall eine Holzplanke, glaube ich, war das. Und Balken. Ich hoffe, dass das reicht. Und dann können wir rüber in den Sumpf gehen. Ich weiß nicht, warum ich gerade die Brücke freischalten möchte. Es bringt eigentlich überhaupt nichts, aber machen wir jetzt einfach mal. Wir sollten eigentlich unten den Keller eher freischalten als... Naja. Oh, das kostet ganz schön viel Energie. So, jetzt haben wir qualitativ hochwertig die Brücke wieder instand gesetzt. Und machen wir uns mal auf die Suche nach Motten. Denn ich hoffe gerade einfach mal, dass Fisch eine bessere Alternative ist.
um Energie wieder zu bekommen. Bist du eine Motte? Du bist eine gelbe Blume, du bist keine Motte. Auch du bist eine gelbe Blume. Du bist eine rote Blume, aber immer noch keine Motte. Oder braucht man erst irgendwie was zum... Ah, okay, man muss erst Insekten sammeln können. Oh, das sind schon 20. Huch, und dafür braucht man erst die Imkerei. Das sind... Unsere ganzen grünen Punkte sind jetzt weg. Ah, und Verbesserungen müssen wir auch machen, bevor wir erst den Gärtner kriegen. Gut, das heißt, wir haben jetzt alles soweit fertig, dass wir den Gärtner lernen können. Und wir können auch Insekten fangen. Ich brauche eine Technologie. Natürlich. Dann begeben wir uns doch mal schnell in die Stadt, bevor es Tag wird, um hoffentlich dann doch mal noch eine Motte zu bekommen. Ich glaube, wir brauchen irgendwie 3 oder 4 Stück. Es ist das Dorf. So, nicht genug Punkte. Eine weiße Blume. Eine rote Blume. Kommt noch eine Motte? Noch eine weiße Blume. Gelbe Blume. Ja, aber was ist mit Motten? Da ist eine Motte. Okay, Motte. Hier ist hier noch eine Motte, oder ist es inzwischen schon zu hell geworden? Da ist noch eine Motte. Ha. Langsam aber sicher hat man ja so ein bisschen Glück. Da möchte noch jemand mit uns reden. Aber wir sind ganz, ganz wichtig, bei ganz wichtigen Sachen, aber wir wollen Motten sammeln. Da ist ein Schmetterling. Okay, das war es jetzt von der Zeit her also. Dann machen wir uns doch wieder direkt zurück nach Hause. Und legen uns mit einer Hosentasche voll Motten ins Bett. Das ist immer schön. Und haben auch gleich sofort volle Energie und können dann wieder komplett durchstarten und können dann nächste Nacht dann weiter Motten suchen. Okay, dann. Wir brauchen Holzkeile, wenn ich das richtig... Ach nee, ich wollte eigentlich den Gärtner lernen. Wie viele Punkte haben wir gerade? 7. Ja, vielleicht warten wir mit dem Gärtner auch. Hatten wir das hier schon gelernt? Holzarbeit, Brennholz. Ach, Holzkeil können wir auch herstellen. Perfekt. Was wir nicht herstellen können, sind Holzbalken. Braucht man Holzbalken hier? Mache den Weg frei. Nein, wir brauchen nur Holzkeil und Eisenstücke. Den Rest haben wir schon dabei. Hier genauso. Holzkeile, Eisenstücke. Das heißt, wir machen 20 Holzkeile und 8 Eisenstücke. Und 8 Eisenstücke. Oh, das waren jetzt 4. Plus weitere 4. Hier macht man Holzkeile. Hier macht man Holzkeile. Perfekt. 20 Holzkeile. Kostet ja nichts. Wir brauchen dann noch 2 Holzplanken. Wir haben gerade noch 2. Das heißt, davon brauchen wir 4. Die kann man hier nicht herstellen. Die kann man da unten wahrscheinlich herstellen. Die kann man hier auch nicht herstellen. Das heißt, man wird sie hier oben herstellen können. Holzplanke. Perfekt. Dann noch die nächsten 2 arbeiten. Ja, das kann man mal machen. So, dann können wir hoffentlich unten die beiden Wege hier freiräumen, beziehungsweise eigentlich brauchen wir nur einen, aber dann sieht es besser aus. So, mit der Spitzhacke klopfen wir auf alles ein, dann ist auch alles entfernt und den Weg hier machen wir auch frei. Dann kommen wir zumindest mal hier hin und können dann auch in der Nacht, ach, ist auch schon wieder Nacht,
Hier brauchen wir Holzbalken für. Okay, dafür müssen wir dann doch ein bisschen weiter sein. Und gehen wieder zum toten Pferd. Das war doof. Das Dorf ist sicher. Ach, wir können sogar Beeren pflanzen. Dann war das nicht ganz so doof. Beeren pflücken, nicht pflanzen. Da können wir nichts von mitnehmen. Huch, woran hängt man denn jetzt hier fest? Und wir rennen wieder ganz schnell nach oben. Hühner! Da ist ein Platz zum Fischen, das bringt uns aber leider gar nichts. Wir brauchen weitere Motten. Wie viele brauchen wir eigentlich? Inquisitor, Gary, Frau Anmut, Radrik, Wagner, Kurt Wagner. 5 Honigtöpfe, 6 Motten. Wir haben, glaube ich, gerade 2. Ja. Also 4 Motten fehlen uns noch. Und bei der Chance, wie man anscheinend Motten kriegt, werden wir auch noch ein bisschen dafür brauchen, dass wir an diese 6 Motten kommen. Hier soll man kein Holz haben. Interessant. Haben wir hier noch eine Blume? Da ist noch eine Motte. Perfekt, das ist Motte Nummer 3. Motte Nummer 4. 2 Motten fehlen uns noch. Wofür auch immer man sonst Blumen braucht, außer um sie vielleicht irgendwann mal zu um da sie zu erforschen. Gott, Worte sind heute aber auch wirklich ziemlich schwierig. Die sind immer so merkwürdig. So, dann. Motte, Blume, Motte, Blume. Keine Motte. Immer noch bei 4. Was hast du denn zu sagen? Ey, komm ja nicht auf die Idee, hier Bäume zu fällen. Nein, ich schaue mich hier nur um. Gut, ich bezahle diesem Dorf eine Menge für das Recht, hier die Bäume fällen zu dürfen. Das ist echt harte Arbeit. Wenn ich doch nur eine bessere Axt hätte. Was ist, wenn ich dir eine bringe? Ich verdiene noch nicht viel Geld. Ich habe nicht mal ein Haus. Ich kann dir ein altes Familienrezept beibringen. Passt da halt deine Ausdauer bei der Arbeit aufrecht. Okay, wir sollen ihm eine Axt bringen. Die können wir ja problemlos herstellen. Haben wir ja für uns auch schon gemacht. Haben keine Energie mehr. Eine weitere Motte. Komm, eine Motte noch, bevor die Nacht vorbei ist. Eine Motte noch. Eine. Da ist eine Motte. Perfekt. Dann, was haben wir denn hier? Ach, das ist der... Die sind keine Drillinge, das sind Vierlinge. Was ist das für ein Ort? Dieser Pfad führte zur Burgfeste. Der Weg ist versperrt. Was ist das für ein Ort? Dieser... Okay. Wen haben wir denn hier? Ich rieche etwas Leckeres und Rauchiges. Oh Gott, dem kann ich keine Stimme geben. Wenn du jemanden suchst, der dir die Hand liest, solltest du in die Stadt gehen. Dort versuchen alle verzweifelt genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens einen trockenen Laib Brot kaufen zu können. Das ist ein wunderbarer Geruch. Was riecht hier so gut? Das ist großartig, oder? Das ist mein Kebab. Ein altes Familienrezept. Bring mir ein paar gute Fischfilets und ich bringe es dir bei. Oh, cool, oh, jetzt will ich auch einen Kebab haben. Das meine ich ernst. Ich brauche auch dafür eine Technologie. Das ist Sand zu schaufeln, das ist viel zu schwierig. Das muss man immer, da braucht man erstmal eine Technologie für. Warum laufe ich hier jetzt eigentlich gerade? Ich kann den auch benutzen, um zum Leuchtturm zu gehen. Zum Leuchtturm zu gehen. Ich wollte eigentlich mit dem Kerl da reden. Der ist aber gerade nicht da. Dann klauen wir uns auch noch mal ein paar Äpfel. Es ist nur eine Apfel-Relokation. Wir klauen sie nicht. Sie wandern nur vom Baum in unsere Tasche. Hier unten war doch auch noch irgendwo... Ah, da oben. Bären, Bären, Bären. Ganz viele Bären.
das Ding und das Ding. Ich weiß, ich habe noch einen Energietrank, aber den würde ich mir ganz gerne aufsparen. Vor allem kann man ihn hoffentlich noch erforschen. Und ich würde gerne etwas benutzen, was man nachhaltig wieder und immer wieder ranbekommen kann. Und beim Energietrank geht das gerade nicht. Hey, Motten! Ah, jetzt bist du einer von uns, Minion. Ich kaufe dir deinen Fisch auch ab. Und wenn du Talent beweist, verkaufe ich dir auch eine bessere Angel. Handel. Einfache Angel, weißes Fischfilet. Gutes Fischfilet. Dann benutzen wir jetzt den Ruhestein, gehen nach Hause. Der Tag hat angefangen, also legen wir uns schlafen. Und dann machen wir was? Genau, Angel. Nachdem wir irgendwann unsere Energie wiederbekommen haben. Das Angeln war hier auch relativ merkwürdig. So, Angeln ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Oh, wir könnten vielleicht mal gucken, wenn wir hier... Wir stellen erst die Axt her, damit wir das Pasta-Rezept bekommen und gucken, ob das wirklich was taugt. Wir brauchen eine Axt. Eine neue Leiche. Vielleicht machen wir das auch zuerst. Oh, Werkzeuge geben mir ganz schön viele Punkte. Ah, hier sind Karotten. Wir sind aber noch kein Gärtner. Da sind wir auch noch sehr weit von entfernt. Huch, Stalin, was ist denn los? Eins, zwei, drei, vier. Esel verdienen noch mehr Karotten. Was machst du da? Ich streike. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich mich nicht weiter unterdrücken lasse. Ich bringe dir keine weiteren Leichen mehr. Jedenfalls nicht für umsonst. Ich habe eine Reihe von Bedingungen. Zuerst verlange ich bessere Arbeitsbedingungen. Öl diese Räder. Ich ertrage diesen Klang nicht mehr. Außerdem Urlaub. Keine Leichen mehr am Sonntag. Und zuletzt, ich will von dir bezahlt werden. Von dir. Okay. Diese Leichen sind nicht dein Eigentum. Sie sind natürliche Ressourcen. Und ich will meinen Anteil. Jede weitere Leiche kostet dich 5 Karotten. Im Voraus. Die kannst du in eine spezielle Kiste hier packen. Ich hole dir mir dann die Karotten daraus ab. Wenn dir das nicht passt, kannst du dir einen anderen Esel suchen. Oh, es gibt keine anderen Esel. Ja, wir haben jetzt unseren kommunistischen Esel, der für seine Rechte kämpft. Gut, und jetzt steckt da die Karotten rein. Nein. Gucken wir doch mal in 3 Wochen, wie sehr du dann immer noch die Leiche hier nicht abliefern möchtest. Das darf man uns da unterbuttern lassen. Den wollten wir nicht. Wir wollten immer noch den Gärtner zuerst lernen. Aber wir haben jetzt eine Angel und wir wollten in die Stadt gehen. Und in die Stadt gehen zum toten Pferd. Können wir uns vielleicht von da unten Karotten klauen? Entschuldigung, wir klauen den nicht. Wir reallokieren nur Ressourcen. Können wir hier Ressourcen reallokieren? Nein. Klauen wäre ja was Böses. Du möchtest auch mit uns reden? Guten Tag, der Herr. Wir haben hier die besten Milchprodukte. Und was ist mit frischem Rindfleisch? Oh nein, die Kühe sind unsere Freunde. Wir sind nicht wie Stadtmenschen. Ich wette, die würden sogar Menschenfleisch essen. Sie glauben, sie seien klüger. Aber ich glaube, das sind Barbaren. Natürlich, die hier würden nie Menschenfleisch essen. Nie. Hi, ich bin Tress. Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu sehen. Wenn du Holzmaterialien brauchst, kann ich dir helfen. Für Steinkram musst du meinen Bruder Curry besuchen. Okay, ich wollte aber nicht zu dir, ich wollte zu dem anderen Kollegen, der ganz dringend eine Axt brauchte. Weil er anscheinend sein ganzes Geld für Bäume ausgegeben hat, ohne sie fällen zu können.
denn das macht man so, das ist guter Geschäftssinn. Hey du, gib ihm eine Axt. Pasta und Lasagne. Das ist alles, was du brauchst, um den ganzen Tag lang Bäume zu fällen. Ohne Fleisch? Fleisch ist teuer. Der Trick ist, die Kohlenhydrate langsam freizusetzen. Und die Linsen geben dir Protein. Yay, wir können Lasagne und Nudeln herstellen. Okay, tschüss. Gehen wir wieder zurück nach Hause. Haben noch ganz viel Energie. Es ist mitten in der Nacht. Und dann gehen wir gleich in Richtung hier oben hin. Warum eigentlich? Kann ich hier noch nach unten gehen oder ist das zu spät? Nee, ich kann hier noch nach unten gehen. Perfekt. Wir haben noch gerade die Brücke repariert. Denn es ist ja auch sehr, sehr klar, ich kann hier nicht einfach meine Angel irgendwo hinschmeißen. Da würden keine Fische beißen, wenn ich ein Stück weit unten im Fluss bin. Denn ich muss ja erst hier hochgehen. Hier hochgehen und nicht an Büschen festhängen, damit ich angeln kann. Denn ich kann ja nur hier oben an dem Steg angeln, ansonsten ist das nicht mehr erlaubt. Das ist eine Angelstelle. Du findest auch noch andere im Dorf, am Fluss, im Sumpf und am Meer. Ja. E halten, um die Angel auszuwerfen. Hier haben wir 80%, 20% und 100%. Dann halten wir doch einfach mal E. Gucken, was bei diesen 100% ist. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie man angelt. Ich glaube, wenn das kommt, dann muss man das Ding drücken und dann... Ach, es ist alles über linke Maustaste, okay. Ein Gründling. Schmeißen wir nochmal hier was rein, dass wir die Fische langsam aufdecken, die hier so sind. Nachts angeln ist mit Sicherheit immer toll. Und wir haben einen Gründling. Und jetzt, was sind denn die 20%, die wir hoffentlich irgendwann kriegen? Gründling, sind das Welse oder was sind das? Da war ich, glaube ich, zu langsam. Aber schön eigentlich am Wasserfall angeln zu gehen. Also angeln ist nicht so meins, aber... ist eigentlich ganz schön. Da haben wir doch wieder einen an der Angel. Gott, dieses System ist echt merkwürdig. Es ist ein... eine Braxe? Eine Braxe. Natürlich ist es eine Braxe. Bringen die eigentlich Energie? Ach, damit können wir gar nichts gerade machen. Wo ist denn der Gründling hin? Ach, da unten ist der Gründling. Okay, dann angeln wir einfach nochmal ein Stück weiter. Holen uns den nächsten Gründling. Den nächsten Gründling. Hallo, Herr Gründling. Wir sollen jetzt für den Esel ja auch Öl holen. Um ihm die Räder ölen zu können. Das wird mit Sicherheit noch total leicht werden. Ja, wer braucht schon die... Wer muss schon laufen? So, wir können uns hierhin bewegen. Können hoffentlich dann auch mal mit dem Herrn da unten reden, bevor er weggeht. Ja, da ist er doch. Nicht weggehen, nicht weggehen. Ich weiß, der Tag bricht gleich. Willst du ein paar Kellersticks kaufen? Nee, ich bin der Friedhofswärter und Prior dieser Kirche. Ich will keine Kellersticks kaufen. Kümmere dich um die Angelegenheiten. Ich habe ein... deine Angelegenheiten. Ich habe ein Dolch und ich kann... und keine Skrupel, ihn zu benutzen. Ja, wir haben auch ein Dolch oder so. Du hast vielleicht ein Dolch, aber ich habe ein Schwert. Und einen sprechenden Schädel namens Gary. Mag sein,
Aber ich bin bereit, bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Arr! Ich bin auch bereit zu sterben. Du auch? Einerseits sieht er ziemlich gefährlich aus, andererseits bin ich nicht bereit, zum Mörder zu werden. Sagst du jetzt. Ich werde dir nichts antun, aber verzieh dich von meinem Grundstück. Gammeliges Fleisch. Und alte Bücher mag ich sowieso nicht. Ja, dann, wir können ihn nicht überzeugen, wir können ihm nicht den Schlüssel geben, weil wir den Schlüssel anscheinend nicht haben. Das war Snake. Nicht sonderlich eindrucksvoll. Dann wollen wir doch mal hier weiter reinschauen. Essen, essen, essen. 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 Noch mehr Essen. Teilschrott. Wir können jetzt Pasta herstellen. Beerensaft. Ja, und was macht der? Stellen wir einfach mal einen her. Beerensaft. Da. Ach so, den können wir gerade noch überhaupt nicht gebrauchen. Grüner Wackelpudding. Ach, hier kann man Beerensaft für roten Wackelpudding verwenden. Den macht man aus grünem Schleim. Oh, der ist sogar gar nicht so schlecht. Roher Aufschnitt, den werden wir definitiv nicht herstellen. Fischfilets. Das ist ein gutes Fischfilet. Wir können, glaube ich, keine höhere Qualität nehmen, weil wir keine höhere Qualität haben. Dann stellen wir doch mal ein gutes Fischfilet her. Das weiße Fischfilet können wir auch mal herstellen. Tragen wir halt das Filet so mit uns rum. Das ist ja immer wieder nett. Ja, was wir daraus machen, der beste Cliffhanger, den es überhaupt gibt, das werden wir in der nächsten Folge erfahren, weil ich sie gerade sehe. Ich habe schon wieder überzogen. Aber nur um ein paar Minuten. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich dann in einer weiteren Folge wieder. Bis dann!